This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, in der Serie hier Stunde der Wahrheit, Bibelstudie mit Jörg. Die sechste Sitzung heute, wo ich mich hier eingefunden habe, um mit euch den Römerbrief zu besprechen, zu lesen, zu besprechen und zu analysieren. Und aufgrund der Inhalte des Römerbriefes deutlich machen möchte, dass Sodomie heilbar ist. Das war ja im Grunde der Aufhänger der ganzen Sache, weshalb ich damit angefangen habe, diesen Römerbrief zu lesen und zu analysieren. Nun, bevor ich jetzt weiterfahre, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich in den Versen 4 und 25, möchte ich eine kleine Exkursion machen und möchte nochmal zurückgehen auf Vers 21. Und zwar ist es ja so, dass wir in den Versen 19 und 20 ja bereits gelesen hatten und dann in Vers 21 gelesen hatten, dieweil sie wussten, und das ist jetzt aus dem Buch gelesen, das ist nicht aus der Schlachterbibel, dieweil sie wussten, dass ein Gott ist und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch gedanket, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden und ihr unverständiges Herz ist verzinstert, also verfinstert, wie sich das dann in der Schlachterbibel liest. Vers 21 liest sich in der Schlachterbibel, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Das war Vers 20 und 21 dann. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ich möchte da gerne mal zwei Beispiele für nennen in der Bibel, die ganz deutlich machen, worum es hier in diesem Falle geht. Das eine Beispiel, das erwähne ich jetzt nur ganz kurz, da gehe ich auch nicht weiter mit irgendwelchen Bibelzitaten drauf ein, das ist das Beispiel des Pharao, als Israel in Ägypten in Gefangenschaft gehalten wurde und Moses dafür plädiert hat, beim Pharao sein Volk freizulassen,
weil er mit seinem Volk, seinem Gott, dienen wollte, so wie der Gott es ihm vorschreibt. Wir sprechen hier über unseren Schöpfergott. Und Pharao hat sein Herz verstockt, wie wir in der Bibel lesen können, und hat verschiedene Plagen über das ganze Land ergehen lassen und hat sich doch nicht erweichen lassen, Israel ziehen zu lassen. Bis es dann zum Passafest kam, oder das war in dem Moment ja kein Fest, aber bis zu dieser Passa-Verfolgung kann man ja jetzt beinahe sagen, wo Gott gesagt hat, ich werde jede Erstgeburt in Ägypten töten, an deren Türholme und Türschwellen nicht das Blut des Lammes ist. Deswegen wurden die Israeliten angewiesen, in der Nacht ihre Türschwellen und Türholme mit Blut des Lammes zu versehen. Und daraufhin dann ist Gott an diesen Türen vorbeigegangen und in allen anderen hat er die Erstgeburt sowohl menschlich als auch tierisch vernichtet, um dafür zu sorgen, dass der Pharao endlich ihn erhört. Und der Pharao hatte sein Herz verstockt. Es gibt noch ein zweites Beispiel von jemandem, der sein Herz verstockt hat. Und das möchte ich euch jetzt eben vorlesen. Und das ist dann auch im deutlichen Zusammenhang mit dieser Lesung vom ersten Brief Römer, wo wir verstehen, ja, dass sie mit ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Genau auf den Punkt möchte ich jetzt eben hinaus. Da müssen wir in das Buch Daniel gehen. Wieder mal, Daniel ist ein fantastisches Buch und ich werde auch in Daniel eine Bibelstudie machen und die werde ich dann auch auf YouTube veröffentlichen, so wie ich das hier mit dieser Studie mache. Ja? Die wird dann wohl unter dem Nenner irgendwas mit Antichrist oder so zu tun haben. Aber jetzt sind wir ja beschäftigt damit, uns die Sodomie erklären zu lassen oder die Sodomie zu erklären oder Homosexualität, so wie das heute politisch korrekt heißt. Aber den Ausdruck gebrauche ich nur äußerst selten. Ja? Also, wir gehen in das Buch Daniel. Im Buch Daniel lernen wir im ersten Kapitel Daniel und seine drei Genossen kennen, mit denen er unter anderem in babylonische Gefangenschaft ging. Ja? Es gibt hier Hanania, Misael und Asaria neben Daniel, die dann alle babylonische Namen bekommen. Daniel selber bekommt den Namen Belzazar, Hanania bekommt den Namen Sadrach, Misael Messach und Asaria Abednego. Im zweiten Kapitel lesen wir dann von einem Traum, den der König Nebukadnezar von Babylon hat. Er kann sich den Traum nicht erinnern, er kann sich die Deutung nicht erklären und da erklärt Daniel ihm dann, die Geschichte ist natürlich länger, aber da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Dann haben wir das dritte Kapitel und das ist nicht unwichtig, um im dritten Kapitel schon mal zu schauen, in der Hinsicht, was ich euch jetzt erzählen möchte in dieser Sache. Im dritten Kapitel ist es so, dass der König Nebukadnezar, so lesen wir im ersten Vers, Kapitel 3, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura, in der Provinz Babel, auf. In Daniel Kapitel 2 mit dem Traum haben wir gelernt, dass Daniel dem König erklärt hat, was du gesehen hast in deinem Traum ist eine Statue eines Menschen, die aus vier verschiedenen Metallen besteht, nämlich am Kopf ist die Figur aus Gold. Darunter Schultern und Arme sind aus Silber, dann der Bauch und die Hüften sind aus Messing oder Bronze, Brass im Englischen, und schließlich hast du noch die Beine zusammen mit den Füßen, die sich vermischt haben mit dem Klee, mit dem Klee, sag ich schon, mit dem Ton, aus Eisen, diese vier Metalle. Und Daniel hatte ihm erklärt, du König bist dieser Kopf aus Gold. Aber nach dir kommt ein anderes Königreich und danach kommt noch ein anderes und da kommt noch ein anderes. So, und was ist jetzt die Geschichte in Daniel 4? Die ist ja wichtig für unser Verständnis hier. Die ist ganz einfach.
Oder besser gesagt in Daniel 3, wie es dann in Daniel 3 weitergeht, Entschuldigung. Daniel 3 ist dann so, dass der König Nebukadnezar, wie ich gerade eben vorgelesen hatte, ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Mit anderen Worten, er wusste ganz genau, weil Daniel ihm das erklärt hatte, dass der Gott, der Schöpfergott dieser Erde, ihm deutlich gemacht hat in seinem Traum, was er ist und was mit seinem Königreich passieren wird. Und König Nebukadnezar verfinstert sein Herz und sagt ihr in Kapitel 3, ich bin nicht nur der Kopf aus Gold, die ganze Statue besteht aus Gold. Und da ich Gold bin, ist mein Königreich ein immerwährendes Königreich. Das ist das, was Nebukadnezar hiermit tut, mit dem Bezwecken der goldenen Statue. Ja. Das wird nicht immer korrekt verstanden von vielen Leuten. Die fragen sich ab, was es ist mit der goldenen Statue, wie das goldene Kalb zum Beispiel, das am Berg Horeb angebetet wurde. Nee, nee, das hat da nichts mit zu tun. Das hat in erster Stelle damit zu tun, dass Nebukadnezar, obwohl er von Daniel erfahren hat, dass es einen Gott gibt, der Daniel den Traum ja auch erst offenbar gemacht hat, und er erkannte, dass es diesen Gott gibt, dass er gegen diesen Gott rebelliert. Weil Gott hat gesagt, es gibt vier Königreiche. Und Nebukadnezar sagt, mein ist das Königreich von hier bis zum Ende. Ja? Deswegen macht er eine goldene Statue. Und als Folge davon, bekommt er wieder einen Traum, den er sich dann auch wieder von Daniel erklären lässt. Und das ist im Grunde Kapitel 4. Nun ist es aber nicht nur ein Traum, sondern der Punkt, auf den ich hinaus will, das lesen wir ab Vers 25 unter der Überschrift Die Erniedrigung und Wiederherstellung Nebukadnezars. Ja, also wir haben gelernt, es gibt vier Königreiche, die wir kennen als Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom als das letzte vor Jesus Wiederkunft. Und Nebukadnezar sagt, ich bin das einzige Königreich, mein Königreich ist immerwährend und deswegen macht er die ganze Figur aus Gold. Und diese Rebellion wird durch Gott gestraft. Das wird ihm in dem Traum erklärt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, sonst müsste ich das ganze Kapitel 4 vorlesen. Ich lasse es jetzt ab Vers 25, da lesen wir das jetzt. Die Erniedrigung und Wiederherstellung Nebukadnezars. Und es steht hier, dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. Also, dies alles, alles das, was in den vorherigen Versen über den Traum des Königs erzählt wurde. Und dann steht hier, 12 Monate später nämlich, erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babel. Da begann der König und sprach, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Ja. Mit meiner gewaltigen Macht, anstatt die Macht, die ihm von Gott gegeben ist, zu Ehren meiner Majestät, anstatt Gott zu ehren? Das ist schon mal eine Frage, die man sich hier stellen kann. Aber da geht es nicht drum. Wir lesen weiter in Vers 28. Noch war das Wort im Munde des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen. Und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern wie die Ochsen. Und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen. Und es gibt, wem er will. Mit 7 Zeiten sind hier 7 Jahre gemeint. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind.
Er verfährt mit dem Herr, mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will, und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte: Was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück, und mit der Ehre meines Königtums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf, und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ende des vierten Kapitels. Daniel geht natürlich noch weiter, und wir werden sehen, dass auch diese Einsicht von Nebukadnezar nicht seine endgültige ist, ja, sondern er verfällt wieder, genau wie der Pharao, in ein verfinstertes Herz. Aber der Punkt, der ganz wichtig ist, und das seht ihr auch in dem Bild, das ich eingeblendet hatte in dem, oder habe in dem Video: Nebukadnezar wurde in ein Biest verwandelt, in ein Tier verwandelt. Ja. Im Englischen gebraucht man immer das Wort Beast anstatt Animal, das finde ich auch gut so. Es ist ein, nicht jedes Tier ist ein biestiges Tier. Ja? Also man muss da ja ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja auch, ja, es gibt unterschiedliche Tiere. Belassen wir es da eben bei, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Aber mit den Tieren, die in der Bibel beschrieben sind, unter dem Wort Biest, also den Biestern, die beschrieben sind in der Bibel, ist es so, dass das eben welche sind, die kein eigenes Herz haben, die keine Moral haben, die keinen Anstand haben und die eben total wild sind, um es mal so auszurücken, um es auf einen kurzen Nenner zu bringen. Und eben in ein solches Tier wurde hier auch der König Nebukadnezar verwandelt. Ja? Zur Strafe von Gott, dass er einsieht, dass er verkehrt ist. Und das ist genau dasselbe, was mit den Leuten passiert, die das zweite Gebot nicht halten, wo dann eben drin steht: Und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, wie wir in Römer 23 lesen, also 1,23. Sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. So, und wenn ich also Gott, den allmächtigen Schöpfergott, reduziere auf diese vierfüßigen und kriechenden Tiere, dann kann Gott mit mir ganz genau das Gleiche machen. Und Nebukadnezar ist ein Beispiel, wo er genau das getan hat. Er hat Nebukadnezar zu dem Grad degradiert, zu dem Nebukadnezar ihn degradiert hat. Weil Nebukadnezar hat ja seine Lehre von dem Traum aus Kapitel 2, dass es vier Königreiche gibt, nicht angenommen, sondern gesagt von: Nein, ich bin das Königreich, das herrscht von hier bis zum Ende aller Zeiten. Deswegen die goldene Statue. Ja? Und damit nimmt man Gott die Ehre und verwandelt ihn mehr oder weniger in ein kriechendes Tier. Ja? Und dann macht Gott eben mit uns genau dasselbe. Wenn ich Gott nicht die Ehre gebe, die ihm zusteht, dann wird er sich an mir rächen. Und das ist ja auch die Botschaft, die wir haben in Exodus, also im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, Verse 4, 5 und 6. Nochmal eben in Erinnerung rufen, wo er geschrieben steht: Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Ja, was hat Nebukadnezar denn in Kapitel 3 gefordert von den drei Brüdern von Daniel, also seinen Mitgenossen, seinen Mitgefangenen in Babylon, Schedrach, Meshach und Abednego, wie wir sie im babylonischen Namen nennen. Er hat gesagt: Wenn die Musik anfängt zu spielen, dann muss jeder in meinem Königreich niederknien und diese goldene Statue, die ich habe machen lassen, anbeten. Das ist doch genau die Übertretung aus Exodus, also 2. Genesis, Kapitel 20, Verse 4, 5 und 6, was wir gerade lesen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Also, wenn ich eine 60 Fuß große goldene Statue mache und dann von jedem, wenn die Musik anfängt zu spielen, verlange, dass er niederfällt und diese Statue anbetet,
dann mache ich ja genau das, was Gott hier im zweiten Gebot verdammt. Ja? Und genau das hat Nebukadnezar gemacht. Nebukadnezar wurde nicht nur dafür bestraft, dass er die goldene Statue gemacht hat und damit die Deutung des Traumes aus Daniel 2 umgedreht hat und gesagt hat, von ich bin das Königreich von A bis Z, sondern er wurde vor allen Dingen auch deswegen gestraft von Gott, weil er sich selbst zum Gott erhoben hat. Weil er gesagt hat, von, das ist die Statue widerspiegelt mich, das ist mein Bildnis und mich müsst ihr anfallen, wenn die Musik anfängt zu spielen. Und damit hat er natürlich Gott gelästert. Und für diese Gotteslästerung hat Nebukadnezar diese Strafe in Kapitel 4, die ich gerade vorgelesen habe, empfangen. Und ich hoffe, dass ihr seht, wie auch wenn das jetzt hier nichts mit Sodomie zu tun hat, aber wie das mit der Bestrafung des Herrn zu tun hat, wenn man sich eben nicht an des Herrn Gebote hält und Satzungen hält, wie das damit zusammenhängt. So, und jetzt werde ich in dem Buch weiterfahren und wir werden uns die nächsten Verse angucken. Auf Seite 72 unten lesen wir in dem Buch, ich lese erst die Verse so vor, wie sie im Buch stehen. Das ist aus der Lutherbibel, 1545 normalerweise. Da steht geschrieben, darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihre Herzen Gelüste, in Unreinigkeit zu schänden ihre eigenen Leiber an ihnen selbst, die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lügen und haben geehret und gedient dem Geschöpf mehr denn dem Schöpfer, der da gelobet ist in Ewigkeit. Amen. Und das lesen wir dann in der Schlachter 2000 Bibel auch nochmal eben. Da heißt es, darum hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. In der letzten Sendung bin ich ja schon drauf eingegangen. Ein wenig. Und deswegen mache ich das jetzt nicht, sondern ich fahre in den Text fort und wir werden später noch sehen, ob ich hier und da nicht noch irgendwelche Kommentare dazu zu geben habe. Aber ich denke schon, weil schließlich sind wir ja jetzt hier auf dem Wege, um zu lernen, inwieweit die Sodomie hier jetzt damit zu tun hat, mit dem, was wir in den Versen 4 und 25 lesen. Ja, Gott hat sie dahingegeben in ihre Herzengelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihre eigenen Leiber an ihnen selbst. Deutlicher kann man ja über die Sodomie schon fast nicht mehr werden. Gut, darum hat sie auch Gott dahingegeben, das heißt überliefert, er hat sie auch überantwortet, in ihre Herzengelüste, in Unreinigkeit und so weiter. Hier hören wir abermals, was Gott der Herr mit denen tut, die dem ihnen von ihm gegebenen Lichte nicht folgen. Er überliefert sie ihrer Herzen Gelüste, und sofort werden sie von diesen ihren Gelüsten in eine tiefe Unreinigkeit, die jetzt ihr verdienter Lohn wird, geführt. Und das ist, wie man es richtig ausdrücken muss. Ich suche ja manchmal hier und da ein wenig meine Worte. Ich hoffe, dass die Leute Verständnis dafür haben, dass obwohl ich Deutscher bin und Deutsch meine Muttersprache ist, ich bin 1990 nach Belgien gezogen und inzwischen sind wir 2018 und ich habe bis Mitte 2012 meine Mutter bei mir kam zu wohnen, fast kein Deutsch mehr gesprochen in den ganzen Jahren. In der NATO die ersten paar Jahre, da ging es noch, aber sonst habe ich kein Deutsch mehr gesprochen. Also meine Sprache bin ich ja auch nicht mehr so gewohnt, Deutsch so zu gebrauchen. Von daher habe ich hier und da vielleicht auch mal einen Fehler in der deutschen Sprache. Aber es geht hier darum, dass wir lesen, die jetzt ihr verdienter Lohn wird, ihren Gelüsten geführt. Wie stand es hier? Er überliefert sie in ihre Herzen, Gelüste und so weiter und sofort werden sie von diesen ihren Gelüsten in eine tiefe Unreinigkeit, die jetzt ihr verdienter Lohn wird, geführt. Ja. Die Unreinigkeit, in die sie geführt werden, das ist der Akt der Sodomie. Und wenn wir uns jetzt nochmal eben vor Augen führen, dass in der römisch-katholischen Kirche, hatte ich ja in einer der ersten Sendungen gesagt,
Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, die römisch-katholischen Priester, die Berufsgruppe ist, bei der HIV-Infizierungen am höchsten sind und bei der AIDS der Haupttodesgrund ist, dass das römisch-katholische Priester sind, das wird ja dann noch deutlicher, wenn wir uns eben vor Augen halten, dass der Papst eben genau dieses Abbild ist, das die Leute sich machen. Sie akzeptieren den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes. Und dadurch sind die römisch-katholischen Priester Sodomiten. Sie sind nicht dadurch Sodomiten, weil sie ein Zölibat abgelegt haben. Weil nur durch das Zölibat abzulegen, sagen sie ja sowieso, okay, Zölibat können wir ablegen, aber das will ja nicht sagen, dass wir keinen Sex haben dürfen. Ja, nee. Aber wenn sie dann noch Sex haben, dann haben sie das mit anderen Männern. Und das ist eben die Strafe Gottes. Und das ist eben daran, wo man das erkennen kann, dass das aus dem zweiten Gebot kommt und das zweite Gebot nicht zu halten und dass das die Strafe ist, diese tiefe Unreinigkeit, in die sie gesetzt werden. Diese Unreinigkeit ist jetzt ihr verdienter Lohn. Ihr verdienter Lohn für sich einen anderen Gott zu machen als den Schöpfergott, den es gibt. Ja. Der Autor fährt fort und sagt, Gott ist nicht ein Versucher zum Bösen. Er versucht niemand, das können wir nachlesen in Jakobus Kapitel 1, Vers 13, sondern die Macht der Bosheit im Menschen ist so groß, dass wenn Gott ihn nur verlässt, er dann sofort in alle Sünde und Schande stürzt. Durch den Sündenfall wurde die Natur des Menschen mit dem Gifte, der Sünde und aller Bosheit der alten Schlange erfüllt, welches beständig arbeitet und sich gleich einem anschwellenden Strome oder einer sprudelnden Quellader den Gedanken, Gelüsten und Begierden des Herzens aufdrängt. Schon frühzeitig klagte der Herr darüber, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Das lesen wir in Genesis Kapitel 6, Vers 5, vor der Flut, die dann kommt. Wovon auch der Herr Christus sagt, aus dem Herzen kommen arge Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerung. Matthäus 15, Vers 19. Wenn Gott nicht mit seiner Allmacht und durch verschiedene natürliche Hindernisse diese Sündflut hemmte, dann würde keine gemeinsame Ordnung bestehen. Ja, das ganze Menschengeschlecht würde wegen dieser sich aufdrängenden Bosheit, durch die alle Menschen einander und sich selber schnellstens verderben würden, untergehen. Selbst dort, wo die Gnadenkräfte nicht angenommen werden und nicht wirken, hat Gott in seiner allgemeinen und väterlichen Fürsorge für das Menschengeschlecht dieser zerstörenden Bosheit einige natürliche Fesseln und einigen Zwang auferlegt, wie zum Beispiel eine natürliche Klugheit. Furcht vor Schande, Furcht vor Schaden, Sorge für den eigenen Nutzen, eine gewisse Selbstachtung und so weiter. Ganz wichtig. Also, der Autor sagt hier vollkommen zu Recht, wenn Gott nicht mit seiner Allmacht durch verschiedene natürliche Hindernisse diese Sündflut hemmte, dann würde keine gemeinsame Ordnung bestehen. Und wenn Gott den Menschen verlässt, dann würde er sofort in alle Sünde und Schande stürzen. Trotzdem hat Gott in seiner Allwissenheit und in seiner Allweisheit dafür gesorgt, dass der Mensch noch einige natürliche Fesseln sich auferlegt, wie zum Beispiel eine natürliche Klugheit, Furcht vor Schande und Schaden, Sorge für den eigenen Nutzen und eine gewisse Selbstachtung. Und das ist darum wichtig zu verstehen, weil wir können ja auch sagen, ja, aber Völker, die zum Beispiel niemals das Evangelium gehört haben, Völker, die niemals in Berührung kamen mit Gott oder mit Jesus Christus, warum haben die bestimmte Verhaltensregeln, die wir ja auch haben? Warum haben die bestimmte, zwischen Anführungsstrichen, Moralvorstellungen, die wir auch haben? Das ist pur eine gewisse Selbstachtung. Ja? Also das ist pur und einfach das, was hier der Autor nennt, eine natürliche Fessel, die den Menschen einen gewissen Zwang auferlegt, eine bestimmte Grenze, wo gesagt wird von bis hierhin und nicht weiter. Weil wenn du diese Grenze überschreitest, dann musst du Schande fürchten, dann musst du Schaden für deinen eigenen Körper fürchten, dann musst du Sorge für deinen eigenen Nutzen haben. Deine Selbstachtung wird dann in Zweifel gezogen,
wenn du diese Grenze hier überschreitest. Und deswegen hat Gott da eine natürliche Grenze beim Menschen vorgesetzt. Das Problem ist natürlich, dass wir sicher heutzutage in einer Zeit leben, wo viele Menschen selbst diese natürliche Grenze nicht mehr haben. Ja. Diese einigen extremen Beispiele wird es immer geben. Aber im Großen und Ganzen ist der Punkt, der hier gemacht wird, dass wenn Gott den Menschen verlässt, er sofort in alle Sünde und Schande stürzt und er sich nur einiger natürliche Fesseln noch bewusst ist, die ihm einen gewissen Zwang auferlegen, durch zum Beispiel eine natürliche Klugheit ihm zu geben, dass er aus Furcht vor Schande und Schaden bestimmte Dinge doch nicht tut, auch hat ihn Gott verlassen und natürlich auch aus Sorge für den eigenen Nutzen. Wenn man das nicht hätte, dann wären wir ja alle komplette Selbstmörder. Ja? Dann hätte ja vieles, also zumindest die Leute, die Gott nicht haben, dann hätten die ja überhaupt keinen Grund, sich nicht selbst umzubringen. Ich meine, wenn wir diese natürliche Grenze nicht hätten, dann hätten wir keinen mehr, der wäre wie, dann wären wir alle wie Jeffrey Dahmer. Ja? Vielleicht kennt ihr Jeffrey Dahmer nicht, dann müsst ihr mal nachforschen. Das ist eine Person, die in den, ich glaube, 80er Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika verschiedene Menschen ermordet und sogar gegessen hat. Und auf die Frage, warum er das denn gemacht hat, meint er, warum gibt doch keinen Gott, ich bin doch mein eigener Gott, ich kann doch machen, was ich will. Do as thou wilt, shall be the whole of the law. Ja, so ungefähr. Jeffrey Dahmer, könnt ihr euch mal anschauen. Und genau das würden wir werden, wenn wir nicht diesen natürlichen Fesseln, die uns einigen Zwang auferlegen haben, wenn wir die nicht mehr hätten. Ja, dann würden wir alle zu Jeffrey Dahmer werden, mehr oder weniger. Zumindest die, die von Gott verlassen sind. Zudem, sagt der Autor weiterhin, regiert Gott stets mit seiner Allmacht und hält die sich aufdrängende Bosheit zurück. Doch wenn er nun zur gerechten Strafe für der Menschen Verachtung und Missdeutung seiner Liebe ihnen diese Hindernisse für das Ausbrechen der Sünde entzieht und den Menschen sich selber und den Einflüsterungen des argen Feindes überlässt, dann überflutet die Macht der Bosheit alle Grenzen und alle Schranken. Dann sieht man diese entsetzlichen Ausbrüche, dergleichen der Apostel hier aus dem Leben der Heiden anführt und dergleichen man oft genug auch in der Christenheit gewahr wird. Diese schauerlichen Schreckbeispiele, da auch solche Menschen, die allgemein für weise und für verständig gehalten wurden, plötzlich als in eine schreckliche Sünde und Torheit versunken erfunden werden, so dass der eine ein Dieb oder Fälscher, der andere ein Mörder ist, der dritte liegt in einem scheußlichen und verderbenden Laster, wie zum Beispiel Sodomie. Ein vierter ist ein Selbstmörder geworden. Und wenn sie vielleicht kurz zuvor für kluge und ehrenwerte Menschen gehalten wurden und jetzt in dieser kläglichen Art und Weise endigen, dann steht die Welt da und staunt und kann es nicht fassen, wie solches zuging. Denn nimmer könnte sie und dieser kluge und gute Mensch das getan haben wollen, was er dennoch jetzt getan hat. Wie ist das zugegangen? Auf keine andere Art und Weise als die, die der Apostel uns hier sagt. Sie wussten, dass ein Gott ist, aber haben ihn nicht gepriesen als einen Gott. Sie vernahmen Gottes Stimme, aber wollten sich nicht beugen, sondern hielten die Wahrheit in Ungerechtigkeit auf. Sie hielten sich selber für weise und wollten das, was Gott ihnen sagte, nicht glauben. Wegen alles dessen hat Gott sie nun dahingegeben in ihre Herzen Gelüste und so sind sie zu Narren geworden. Er hat sie dahingegeben in ihre Herzen Gelüste. Wie haben wir das gerade eben gelesen? Ich muss das in der Schlachterbibel nochmal eben aufschlagen hier. Das war ja in Genesis, also erstes Buch Mose, Kapitel 5. Da wurde es doch gerade angebracht, dass Gott sagte, was der Mensch mit seinem Herzen hat. Wollen wir eben nachschauen hier. Das war Kapitel 5, nee, es war Kapitel 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse,
Da reute es dem Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde. Und es betrübte sein Herz. Ja? Das ist genau der Punkt, über den wir hier jetzt gerade eben sprechen. Wenn wir dann, wie der Autor hier sagt, unseren eigenen Herzen übergeben werden oder wurden, dann werden wir der Schlechtheit übergeben. Jesus Christus hat einmal gesagt, nicht das, was in den Mund hineingeht, verschmutzt einen Menschen, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das beschmutzt einen Menschen. Das ist schlecht für ihn. Ja? Also das, was er sagt, das, was er denkt, das, was er tut. Der Mensch ist von Grund auf schlecht, aufgrund des Sündenfalls. Der Mensch wurde so nicht geschaffen, aber er hat gewählt, dass er so sein möchte. Er hat lieber der Schlange gehorcht als dem Schöpfer Gott. Also, der Autor sagt hier, dass wir dann eben, wegen alles dessen hat Gott sie nun dahin gegeben in ihre Herzen Gelüste. Ja? Und wenn wir verstehen, wie gerade eben in Genesis 6, Vers 5 gelesen, wie schlecht unsere Herzen sind, dann kann man ja begreifen, dass diese Herzengelüste, das uns nach lüstet, nach allem, was eben abnormal ist, nach allem, was nicht göttlich ist, nach allem, was schlecht ist, nach allem, was unser verfinstertes Herz sich wünscht. Und dazu gehört dann eben die Sodomie, den natürlichen Weg des Verkehrs mit der Frau zu verlassen und sich dem Verkehr mit anderen Männern hinzuwenden. Und da werden wir in den nächsten Versen ja auch noch drauf kommen. Es geht ja noch weiter. Aber lesen wir erstmal, was der Autor hier zu sagen hat. Also, ich wiederhole nochmal eben die letzten paar Sätze hier. Sie vernahmen Gottes Stimme, aber wollten sich nicht beugen, sondern hielten die Wahrheit in Ungerechtigkeit auf. Sie hielten sich selber für weise. Was ist denn das, der Typ mit dem, auf dem Bild, das ich gezeigt hatte, der da dieses Schild hochhält, I bet hell is fabulous. Ja, ich wette, die Welt ist hell, Entschuldigung. I bet hell is fabulous. Ich wette, die Hölle ist fantastisch, ist ein ganz toller Platz. Was ist denn das? Selbstbetrug sagen diejenigen, die ein bisschen denken können, aber diejenigen, die genauso denken wie er, die begreifen das noch nicht mal. Die sagen, dass sie hielten die Wahrheit in Ungerechtigkeit auf, sie hielten sich selber für weise. Hey, bin ich nicht weise? Hölle ist ein ganz toller Platz, weißt du? Bis man da ist, dann denkt man da vielleicht anders drüber. Sie hielten sich selber für weise und wollten das, was Gott ihnen sagte, nicht glauben. Ja, aber Gott spricht zu jedem. Gott spricht zu jedem durch die Schöpfung alleine schon. Das ist ja etwas, was wir früher in früheren Versen schon gesehen haben. Man muss nicht zweifeln, ob es einen Gott gibt oder nicht. Natürlich gibt es einen Gott. Man muss sich nur die Schöpfung angucken. Dann begreift man, dass es einen Gott gibt. Dann begreift man, dass sowas nicht aus so einem Quatsch entstanden sein kann, wie die Evolutionstheorie erzählt. Und da diese Evolutionstheorie auch nur eine Theorie ist, ist sie auch ein Glaubensbekenntnis. Ja? Ich muss in die Evolution muss ich glauben, genauso wie ich in die Schöpfung glauben muss. Das Problem ist nur, wenn ich in die Evolution glaube, dann führt es den Menschen in den Abgrund, und das, da gibt es ja Beispiele genug für. Wenn ich in die Schöpfung glaube, dann weiß ich, dass ich eine ewige Erlösung habe in Jesus Christus. Dann gibt es einen Ausweg aus der Misere. Und den gibt es in der Evolutionstheorie nicht. Aber es sind beides Dinge, die man glauben muss. Ich muss glauben an die Schöpfung oder ich muss glauben in die Evolution. Und wenn ich halt in die Evolution glaube, dann halte ich mich eben selber für weise. Sie hielten sich selber für weise und wollten das, was Gott ihnen sagte, nicht glauben. Ach Gott, du kannst mir erzählen, was du willst. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ja? Wegen alles dessen hat Gott sie nun dahingegeben in ihre Herzengelüste, und so sind sie zu Narren geworden. Was sind Sodomiten anders als Narren? Die laufen doch nur ihrer Befriedigung nach. Der normale Grund eines Geschlechtsverkehrs zwischen Mann und Frau ist ja auch die Reproduktion. Wenn morgen die ganze Welt sodomitisch werden würde, dann würden ja keine Kinder mehr geboren werden. Dann dauert es eine Generation und die ganze Erde ist ausgestorben. Jetzt können die sagen von, ja, aber es gibt ja künstliche Befruchtung und dies und das. Ja, und warum sollte man das wollen? Weil man will ja nur seinen eigenen Lust folgen. Man will sich ja gar nicht weiterentwickeln.
Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hypothetisch gegriffen, dass die ganze Welt sodomitisch wird, aber im Grunde ist es doch so. Ja, jemand, der sein eigenes Geschlecht liebt, was eine unnatürliche Aktion ist, kann sich selber nicht fortpflanzen. Ja? Und wenn man sich selber nicht fortpflanzen kann, oder wenn eine Art sich nicht fortpflanzen kann, dann stirbt sie aus, und zwar ziemlich schnell. Und genau das ist ja, was der Teufel will. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass immer der Teufel hinter dieser ganzen Aktion steckt. Das ist ja nicht nur Gottes Rache, für dass man ihn nicht erhört und dass man ihn lästert. Es ist ja gleichzeitig auch die Verführung des Teufels, die eben dafür sorgt. Er sagt, folge deinem Fleische, folge deiner fleischlichen Lust. Ja. Wegen alles dessen hat Gott sie nun dahingegeben in ihre Herzen Gelüste. Und so sind sie zu Narren geworden. Ach, dass jedweder Mensch, der noch einiger Besinnung fähig ist, bei Zeiten das bedenken wolle, was der Apostel des Herrn uns hier lehrt. Mancher Jüngling, manches junge Mädchen hören frühzeitig von erleuchteten und zärtlichen Eltern oder Lehrern den Ratschluss Gottes sowohl für unser zeitliches wie ewiges Wohlergehen. Sie hören und verstehen, dass Gott allmächtig ist und dass es nicht ratsam ist, diesem Herrn zu trotzen. Sie hören und verstehen, wie dieser allmächtige Gott ernstlich will und befiehlt, dass alle Menschen sich zu ihm bekehren, ihn fürchten und lieben, ihm glauben, gehorchen und dem Leben folgen sollen und so weiter. Aber diesem Rate Gottes wollen sie nicht gehorchen. Sie wollen noch ihren eigenen Gelüsten und der Welt folgen und meinen, dass sie sich wohl jederzeit noch hüten werden, es zu grob zu machen und zu tief in den Sündenpfuhl zu versinken. Sie meinen, es stehe in ihrer Macht, ein gewisses Maß zu halten. Beachte, sie wollen nicht ganz dem Herrn angehören, bei ihm bleiben und in seinem Reiche unter ihm leben, aber sie gedenken dennoch, sich vor einem zu tiefen Fallen zu hüten. Solche sind es, die der Herr der Macht ihrer eigenen Gelüste zur Unreinigkeit oder greulichen Ungerechtigkeit und anderen sonderlichen Torheiten überliefert. Gott lässt sich nicht spotten. Wenn du nicht sein Wort hören und dich nicht ganz bekehren willst, dann hilft dir hernach keine Klugheit und Wachsamkeit, du musst hinab in die Tiefe. Früher oder später, in der Zeit oder in der Ewigkeit wirst du bitter erfahren, dass es dein grässlichster, verderblichster, inbesonnenster Entschluss war, diesem Herrn nicht zu gehorchen, sondern seinem Willen und Rate zu trotzen. Das wird die Person, die das Plakat hochhält, I bet hell is fabulous, auch erfahren. Solches hält uns der Apostel hier durch das Beispiel der Heiden vor und wiederholt noch einmal die Ursache, weshalb sie dahingegeben wurden in ihre Herzen Gelüste zu Unreinigkeit. Er sagt, sie haben Gottes Wahrheit verwandelt in die Lügen. Das ist, was der Vatikan tut, was die römisch-katholische Kirche tut von Anfang an. Die Wahrheit von Gott in Lügen verwandeln. Das Evangelium 180 Grad umgekehrt lehren. Nicht das Evangelium Gottes lehren, sondern das eigene Evangelium lehren. Das 180 Grad das Gegenteil ist von dem, was in der Bibel steht. Das ist, weil sie nicht der Wahrheit, die sie von Gott und seiner Anbetung wussten, gehorchen wollten, sondern wie zuvor gesagt, die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhielten, so haben sie sich selber falsche Begriffe von Gott entworfen, um in ihren Sünden bleiben zu können. Und so ist die Verblendung und Verstockung des Herzens geschehen, so dass sie haben geehret und gedient dem Geschöpf, mehr denn dem Schöpfer, welches noch heutzutage eine zutreffende Beschreibung von der Verehrung der ganzen Welt ist. Sie ehren und dienen dem Geschöpf mehr denn dem Schöpfer. Hier müssen wir eben berücksichtigen, dass Karl Olof Rosenius dies geschrieben hat in den Jahren zwischen 1860 und 1866. Und er spricht hier von, wie sagt er das hier? Welches noch heutzutage
eine zutreffende Beschreibung von der Verehrung der ganzen Welt ist. 1866, wie ist es denn heute, 150 Jahre später? Ja? Heute haben wir diese nicht nur Gaia-Bewegung, sondern wir haben diese Lüge der globalen Erwärmung, die dazu Sorge tragen soll, nicht nur, dass wir mit dem Milieu, mit der Umwelt besser umgehen, was wir sowieso tun sollten, das hat ja nichts mit der Lehre des Antichristen zu tun, dass man mit der Schöpfung, die einem anvertraut ist, von unserem Herrn auch gut und verantwortungsbewusst umgeht. Nein, aber dass die Leute sogar diese Erde inzwischen anbeten, dass sogar Ellen G. White in ihren Schriften geschrieben hat von Mutter Erde, ja, das ist Gaia-Anbetung. Also diese Leute, die in die Wälder gehen und die Bäume umarmen. Gibt sogar eine Frau, habe ich mal ein Video von gesehen, die sich mit einem Baum verheiratet hat in Amerika. Gibt alle möglichen unmöglichen Dinge. Das ist aber nicht irgendwie aus den Daumen gesogen jetzt, das ist wirklich wahr. Könnt ihr ja mal nachschauen. Die Schöpfung wird mehr verehrt als der Schöpfer. Warum? Weil man die Schöpfung sehen kann, weil man die Schöpfung fühlen kann, weil man die Schöpfung riechen kann. Und Gott ist eben unsichtbar. Gott ist ein Geist. Und es gibt eben Leute, die haben nicht die Möglichkeit oder auch nicht den Willen, sich an etwas hinzugeben, was sie nicht sehen können, was sie nicht fühlen können, was sie nicht schmecken können, was sie nicht riechen können. Ja? Ich habe mit Tom Fress verschiedene Gespräche darüber geführt. Er führt immer, Greg Szymanski führt er immer an, der mal zu ihm gesagt hat, in einem Privatgespräch, der meinte von, Tom, guck, ich kann nicht glauben an einen Gott, den ich nicht sehen kann. Und das ist genau das Problem. Die Leute glauben dann an das, was sie eben sehen können. Die Schöpfung können sie sehen. Und dann huldigen sie der Schöpfung mehr als demjenigen, der sie gemacht hat. Das ist der Anfang des ganzen Problems schon mal. Ja? Der da gelobet ist in Ewigkeit. Amen. Diese Hinzufügung des Apostels beim Vers 25, den wir gerade gelesen hatten, diese Zufügung des Apostels ist teils ein Ausdruck seiner eigenen tiefen Ehrfurcht vor Gott, teils geeignet, der Abgötterei noch einen Schlag zu versetzen, indem er ausdrückt, wie wir Gott den Herrn ehren und anbeten und ihn nicht das Allergeringsten seiner Ehre berauben müssten. Nicht einmal ohne die größte Ehrfurcht von ihm sprechen, sondern stets unser Reden von Gott mit einem Loben und Preisen vereinigen müssten. Hieraus geht der Apostel nun dazu über, die Heidensünden mit Namen herzuzählen und erwähnt zuerst eins der scheußlichsten Gräuel, in das sie versunken waren. Er sagt, Vers 6 und 27 aus dem ersten Buch Römer, darum, ja, warum, das haben wir jetzt ja gerade mehr als genug erläutert, was warum ist, darum hat sie Gott auch dahin gegeben, in schändliche Lüste. Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen. Desselben gleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Gebrauch des Weibes und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an ihnen selbst empfangen. So, jetzt lese ich hier die Verse 6 und 27 auch mal eben aus der Schlachterbibel vor. Und da lesen wir dann, darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde, und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Deutlicher als der Apostel es hier sagt, in Vers 6 und 27, kann man Sodomie nicht mehr beschreiben. Und alle vorhergegangenen Verse haben uns ganz deutlich gemacht, dass Vers 6 und 27 eine Folge dessen ist, was davor passiert ist. Wenn ich also die Schöpfung vor den Schöpfer stelle, wenn ich also nicht hören will, was Gott mir sagt, wenn ich weiß, dass ein Gott ist, aber ich preise ihn nicht als Gott, wenn ich die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalte, wenn ich mich selber für weise erachte, dann
ist die Strafe Gottes die, dass Männer haben verlassen den natürlichen Gebrauch des Weibes und sind ineinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an ihnen selbst empfangen. Am Anfang des Verses steht, dass die Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Was ist denn der natürliche Verkehr der Frau? Das ist der natürliche Verkehr, wenn sie verkehrt mit einem Mann. Und was ist dann das Vertauschen mit dem Widernatürlichen, dem Abnormalen, wie man auch sagen kann? Das ist einerseits, wenn sie Lesben werden, wie man das so schön sagt, also weibliche Sodomiten, ja? Wenn Frauen mit Frauen miteinander verkehren, aber zum Beispiel auch, wenn Frauen mit Tieren miteinander verkehren. Das ist auch noch eine Sache. Übrigens, mit Männern ist das genau dasselbe. Dänemark, habe ich mal gelehrt, ist sowieso ein Land, in dem Zoologie sehr hoch gepriesen wird. Soll da sogar einen ganzen Tourismus danach hingeben. Das ist eben wieder natürlicher, unnatürlicher Verkehr. Und es geht nicht nur bei den Männern darum. Ich meine, bei den Männern spricht man also natürlich von Sodomie, weil Sodomie, ein anderes Wort für Sodomie, ist eben Analverkehr. Und, aber hier geht es halt darum, dass eben Frauen auch Frauen lieben. Und diese LBGTTI-Bewegung, wie wir es kennen, beginnt ja mit dem Wort L. Das steht für Lesben. Ja? Das sind also homosexuelle Frauen oder sodomitische Frauen. Ich bevorzuge halt den Ausdruck Sodomie anstatt homosexuell. Und ganz deutlich steht hier in Vers 26 drin, darum hat sie Gott auch hingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Also wenn die Frauen miteinander Verkehr haben, dann bleibt den Männern ja gar nichts anderes mehr übrig, als auch miteinander Verkehr zu haben, weil die Frauen kriegen sie ja nicht mehr. Und so kann man das im Grunde verstehen. Gott dreht dann alles um und auf einmal bin ich als Mann mit einem Mann zusammen, anstatt mit einer Frau. Und ich bin als Frau mit einer Frau zusammen, anstatt mit einem Mann. Gott dreht es dann einfach um, um uns auf die Art und Weise irgendwann doch mal deutlich zu machen, ey Junge, das ist nicht normal. Da geht's doch im Grunde drum. Gott will uns ja hier mit dieser Strafe anzeigen von, du machst doch etwas, was nicht normal ist. Da muss man sich doch nach der Ursache erkundigen. Ja, warum tue ich das denn? Ja, dann gehen wir nochmal in die Verse davor zurück. Dann gehen wir nochmal die ganzen Lesungen zurück. Das ist heute die sechste. Dann schaut euch die anderen fünf Lesungen nochmal an. Deswegen war es für mich so furchtbar wichtig, ab Vers 15 das Römerkapitel euch vorzulesen, dass wir ganz deutlich verstehen, was das darum ist. Der allererste Satz in dem Vers 26. Darum hat Gott sie auch dahin gegeben in entbehrende Leidenschaften. Warum? Das haben wir in den abgelaufenen fünf Sendungen und auch heute im Anlauf zu diesem 26. Vers hier besprochen. Das ist eben der Punkt. Darum hat Gott sie hingegeben, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde. Also, Frau weg und jetzt Mann mit Mann haben Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Sie haben den Lohn ihrer Verwirrung an sich selbst empfangen. Sie werden für sich selbst gestraft. Ja, das ist der Punkt, den der Autor, oder besser gesagt, den der Apostel hier macht in Vers 6 und 27. Der Autor sagt dazu, dieses unnatürliche Heidengräuel, auf welches insbesondere das Wort des Apostels in Epheser Kapitel 5, Vers 12 angewendet werden muss, was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch schändlich zu sagen, ist nicht nur in Sodom, sondern auch unter den gebildetsten Heiden getrieben worden, wie zum Beispiel unter den Griechen und Römern, deren ausgezeichnetsten Dichter, die die höchste Bildung ihres Volkes besitzen sollten, selbst keine Scham empfanden, ihre Gedichte mit dieser Unreinigkeit zu besudeln. Ja? Ganz wichtig finde ich hier am Anfang
dieses Absatzes hier den Satz, dieses unnatürliche Heidengräuel. Jetzt kann man natürlich sagen von Jammer Jörg, wieso ist es denn ein Heidengräuel? Warum ist das denn nicht ein allgemeines menschliches Gräuel? Das würde dann ja auch Christen mit einbeziehen. Oder das würde dann ja zum Beispiel eben auch die Israeliten mit einbeziehen. Nein, aber ein Israelit hat dieses Gräuel nicht, weil ein Israelit befolgt ja die 10 Gebote unseres Herrn. Ein Christ befolgt die 10 Gebote unseres Herrn. Und wenn ich die 10 Gebote verfolge, dann kann ich gar kein Sodomit werden, weil ich befolge dann ja auch das 2. Gebot. Ich reduziere Gott nicht auf ein vierfüßiges Tier oder auf ein Bildnis eines Menschen, auf ein Gleichnis eines Menschen, sondern ich bete Gott an im Geiste und in der Wahrheit, wie er angebetet werden will. Und dann kriege ich von Gott auch diese Strafe gar nicht auf mich. Das ist eben der Punkt. Die Frage, ist Homosexualität heilbar? Naja, es ist ja keine Krankheit, aber es ist abwendbar als Strafe. Ja, das ist es, wenn ich mich zu Gott bekehre. Das ist natürlich wohl der Punkt. Und das ist im Grunde der Punkt, auf den ich die ganzen Sendungen über hinaus wollte. Ja? Sodomie ist heilbar, wenn man sich an die Gebote Gottes hält. So einfach ist das. Die Lösung ist so einfach. Deswegen kann man zu jedem Psychologen, Philosophen, zu jedem Professor, was weiß ich, Krankenhaus und Selbsthilfegruppe und überall hin in dieser Welt gehen und jeder probiert einem eine andere Lösung zur, zwischen Anführungszeichen, Heilung von Homosexualität, Anführungsstriche vorbei, oder Heilung von Sodomie empfehlen oder Rat geben oder was auch immer, aber nichts wird zu dem Resultat führen. Nichts, weil es ist eine göttliche Strafe. Das ist es. Ja? Es ist eine göttliche Strafe. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Gott hat sie dahingegeben. Er straft sie, so wie wir im Exodus Kapitel 20, Vers 5 gelesen haben. Die Strafe für Gott nicht als Gott zu erkennen, Gottes Stimme zu vernehmen, aber sich nicht zu beugen, sich selber für weise zu halten, die Schöpfung mehr anzubeten als den Schöpfer, das straft der Gott durch die Menschen dahin zu geben in entehrende Leidenschaften. Und die einzige Heilung, die es dafür gibt, ist Jesus Christus, ist das Akzeptieren des Schöpfergottes und seines Sohnes und seines Opferganges, den er am Kreuz für uns getan hat, mit dem Jesus Christus vor knapp 2000 Jahren durch das Vergießen von seinem Blut all unsere Sünden bezahlt hat. Unsere Sünden. Was ist es denn, wenn ich das 2. Gebot nicht befolge? Eine Sünde. Und diese Sünde hat Jesus für mich bezahlt. Aber eine Voraussetzung dafür, dass er sie für mich bezahlt hat, dass ich davon genießen kann, ist, ich muss natürlich diesen Jesus auch erst akzeptieren. Wenn ich diesen Jesus nicht akzeptiere, wenn ich ihn nicht kenne und wenn ich seine Gebote von daher nicht befolge, dann kann ich ja auch nicht in den Genuss seines Sündenopfers kommen. Und das ist genau der Punkt. Aber das ist eben nichts Weltliches. Da muss ich eben die fleischlichen Gelüste eben mal lassen, ja. Desselben steht ja hier, ne? Denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Gebrauch in den unnatürlichen. Gott hat sie dahingegeben in schändliche Lüste. Diese schändlichen Lüste fallen von mir ab, wie Wasser von einer Lotusblüte abtropft, wenn ich mich Jesus Christus hingebe. Wenn ich den Statuten und Geboten meines Schöpfergottes Folge leiste. Es ist eine Strafe. Also die Homosexualität oder auch die Sodomie ist eine Strafe Gottes. Es ist keine Krankheit. Es ist die Folge von Ungehorsam und Gott straft diejenigen dadurch, durch zu sagen von, willst du wieder den natürlichen Weg gehen, dann musst du meinen Weg gehen. Willst du lieber deinen Weg gehen und willst du mich nicht hören, dann
gebe dich hin oder gebe ich dich hin in schändliche Lüste. Und deswegen ist es ein Heidengräuel, weil es unter gläubigen Christen nicht vorkommen kann. Das wäre ein, wie man so schön im Englischen sagt, Oxymoron. Ich muss mir mal das deutsche Wort dafür raussuchen. Es wäre ein Gegenspruch. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht hoch und runter fallen zugleich. Oder ich kann nicht hochfallen, lass mal so sagen, ich kann nur runterfallen. Ja? Ich kann nicht hochsteigen und runterfallen zugleich. Das geht einfach nicht. Ich kann nur eins zur Zeit. Ja? Ich kann nur entweder Gott seinem Gesetz folgen oder ich kann ihm nicht folgen. Und wenn ich ihm nicht folge, auf die Art und Weise, dass ich das zweite Gebot dermaßen schände, dass ich ein Bildnis eines Menschen vor mich setze anstatt Gott, oder dass ich das Bildnis einer anderen Person vor mich setze, wie zum Beispiel einer Maria, die ich anbete oder was auch immer, oder eben wie in der römisch-katholischen Kirche bei den Priestern, ne, dass die sich den Papst vorsetzen, dadurch werden sie dann gestraft in der Sodomie durch den Herrn, eben weil sie Gott nicht anbeten für das, was er verdient. Dieses unnatürliche Heidengräuel, darum ist es ein Heidengräuel. Es kann niemals bei einem Christen vorkommen. Wenn ein Christ zu dir sagt, ich bin schwul, dann ist er am Lügen, weil dann ist er kein Christ. Das geht einfach nicht. Das eine schließt das andere 100% aus. Und das, denke ich, hat diese Lesung bis hierhin auf jeden Fall doch bewiesen. Hoffe ich zumindest, dass es das bewiesen hat. Es ist ein unnatürliches Heidengräuel. Ja? Auf den, so fährt der Autor hier auch noch fort, insbesondere das Wort des Apostels in Epheser 5, Vers 12 angewendet werden muss. Na, dann schauen wir doch mal eben in Epheser 5. Da muss ich mal eben ein kleines bisschen zurückgehen hier in meiner Bibel. Ich war ja noch bei, ich war noch bei Daniel. Ja, hier ist Thessalonika. Da bin ich schon ein bisschen zu weit. Da ist das noch davor. Epheser. Warte mal. Wollen wir eben Epheser rausholen. Kapitel 5, Vers 12. Da steht geschrieben in der Schlachter 2000. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Ja. Dieses unnatürliche Heidengräuel, auf welches insbesondere das Wort des Apostels angewendet muss, was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch schändlich zu sagen, ist nicht nur in Sodom, sondern auch unter den gebildetsten Heiden getrieben worden, wie zum Beispiel unter den Griechen und Römern. Das Wort Pädasterie, was auch so eine Folge davon ist, ist ja griechisch. Pädophilie ist ein griechisches Wort. Plato, Sokrates, Aristoteles, all diese großen Philosophen, es waren alles Sodomiten. Ja? Das ist der Punkt, den der Autor hier macht. Deren ausgezeichnetsten Dichter, die höchste Bildung ihres Volkes besitzen sollten, die aber selbst keine Scham empfanden, ihre Gedichte mit dieser Unreinigkeit zu besudeln. Bis zu einem solchen Grade sind sie zu Narren geworden, als sie sich für weise hielten. Der große majestätische Gott. Angemessenere Strafe konnte er denjenigen nicht auferlegen, die in ihrer eingebildeten Weisheit seine Wahrheit verachteten, als dass er sie vollständig zu Narren machte, so dass, als sie das Bild Gottes zu einem Bilde des armen Menschen und der Tiere herabwürdigten, sie sich auch selber tiefer als das Vieh erniedrigten, indem sie mehr als tierische Gelüste und Laster betrieben. Es geht nur um tierische Triebe zu befriedigen bei Sodomie, um nichts anderes. Darum sagt auch der Apostel, sie haben den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an ihnen selbst empfangen. So, und wir sind inzwischen schon bei einer guten Stunde angekommen und ich werde das Video hier beenden und werde in der siebten Lesung weiterfahren, werde diesen letzten Absatz dann nochmal lesen und dann gehen wir weiter in die Analyse der Verse 6 und 27 im ersten Römerbrief, wo jetzt ganz deutlich für jeden meiner Zuhörer und Zuschauer geworden sein sollte, was das darum ist und was dann die Folgen davon sind. Vers 26. Darum,
Das haben wir in den ersten 5,5 Videos besprochen. Und dann hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Und was diese entehrenden Leidenschaften sind, die der Autor hier benennt als, wie hat er das so schön gesagt, dieses unnatürliche Heidengräuel. Ja, das ist es genau. Ja, darum hat Gott sie auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Diese entehrenden Leidenschaften sind ein unnatürliches Heidengräuel. Und da werden wir nächstes Mal wieder aufnehmen. Ich danke fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten und schützen und segnen. Maranatha.